Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Neumarkt und die Frau Finn hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? Heute geht der Blumenstrauß an eine ganz besondere Person. Die Frau Klages hat für uns, die Bürgerstiftung Region Neumarkt, Masken, Stoffmasken genäht. Über 1000 Stück. Und das innerhalb von 4 Wochen mit ihren fleißigen Näherinnen. Und da finde ich, hat sie diesen Blumenstrauß wahrlich verdient. Und ich bin schon total gespannt, welche Augen sie macht. Ah, da passiert schon was. Schlechte Idee. Nein, bin nicht für die Presse geeignet heute. Jetzt schon, passt sogar zu den Blumen, Frau Klages. Den Blumenstrauß der Woche. Vielen Dank. Ich weiß sogar wofür. Und wofür? Ja, ich würde sagen für die Aktion Stoffmaske, weil wir da so aktiv waren mit der Bürgerstiftung. Ja, da ist eine. Ja. Wie sind Sie denn drauf gekommen, dass Sie dann jetzt Masken nähen ehrenamtlich? Ja, eigentlich ganz einfach. Sie sehen ja das Schild da vorne. Ich bin eigentlich Heilpraktikerin und habe ja jetzt quasi Berufsverbot für diesen Virus zur Behandlung und auch so nur die Erlaubnis, akute Patienten zu behandeln. Die kommen zu mir aber nicht. Also eigentlich sind eher die chronisch Kranken, die. Und dann habe ich überlegt, was kann ich Gutes trotzdem tun und wusste nicht, wohin mit meinen ein paar genähten Stoffmasken, so 20, 30, 40. Und dann habe ich die Frau Finn angerufen. Und dann gab es nach 2 Tagen 300 Stück Bestellung. Und Sie haben sich Helferinnen dazu geholt. Wie viele sind es denn insgesamt? Es kamen immer neue dazu. Andere hatten genug genäht. Nach 80 bis 100 Stück ist so dieses, wo jeder sagt, na, jetzt ist eigentlich da mal gut, ich möchte eine Pause. Mit mir zusammen sind wir ein Team von 20 Personen. Also die Näherinnen bei mir bekommen ein fertiges Stoffpaket. Je nachdem, wie viel sie machen wollen, 20, 30, 40 Stück zugeschnitten. Die Stoffe von meinen beiden Töchtern, die machen eigentlich seit 3 Wochen nichts anderes als Stoff zuschneiden. Wie viele Stunden am Tag nähen Sie? Zu viele. Sie hat mir mal verraten, sie fängt morgens um 7.30 Uhr an und hört oft erst gegen Mitternacht auf. Und ich finde es toll für die Bürgerstiftung, was Sie da auf die Beine gestellt haben, Frau Klages. Herzlichen Dank für die Überraschung.